etwas mehr Ruhe im Saal, bitte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Parteifreunde, zunächst einmal die Vorstellung, die möchte ich heute mal kurz halten. Mein Name ist Dieter Hüschen, ich bin 62 Jahre alt. Was können wir tun? Also, alles hervorragend. Drei Kinder kommen aus dem Bezirksverband Düsseldorf, machen was in Stillo. Ich bin in der AfD seit dem 18.03.2014. Ich bin Richter am Landesschiedsgericht. Ich habe in diversen Kreisverbänden Seminare zum Thema Gesprächsführung und Argumentation durchgeführt und bin selbstständig seit 30 Jahren mit der Immobilienfirma. Das nochmal dazu. Zunächst einmal möchte ich eins tun, nämlich ich möchte Ihnen und uns ein frohes und gesegnetes und auch erfolgreiches neues Jahr wünschen. Kommen wir mal zurück zu dem, was wir an diesem Jahreswechsel erlebt haben, meine lieben Freunde. Der Jahreswechsel war doch wieder ein deutliches Zeichen für das Versagen unserer Regierung, nicht der Polizei. Ich möchte das mal betonen. Die Jungs, die da draußen stehen, machen einen Riesenjob, das muss man mal deutlich sagen. Und für diesen Einsatz müssen wir den Jungs auch mal Rechnung und Mädchen auch Rechnung zollen. Denn dieser Einsatz hat dazu geführt, dass letztlich die Vergewaltigung unserer Gesellschaft in Köln dieses Jahr nicht stattgefunden hat. Das müssen wir uns mal deutlich vor Augen führen. Was aber bleibt, meine lieben Freunde, was bleibt aus diesem ganzen Thema? Was bleibt aus diesem Silvester bei uns hängen? Es ist doch die Gewissheit, dass es mittlerweile Kräfte hier bei uns in Deutschland gibt, die ihr Machtgehabe und ihre deutliche Aggressivität auch weiter auf unseren Straßen ausüben wollen. Unsere Polizei hat das dieses Jahr verhindert. Unsere Regierung hat durch ihr deutliches Versagen der Flüchtlingspolitik das alles erst deutlich gemacht. Das wissen wir alles. Aber was heißt das in letzter Konsequenz? Durch diese Politik der offenen Grenzen und die damit verbundenen permanenten Rechtsbrüche sind wir im Herzen Deutschland in unserer Bestimmung, in unserer Selbstbestimmung und in unserer Freiheit getroffen worden. Das hat letztlich dazu geführt, dass das alles passiert ist, was wir erlebt haben. Beim letzten Mal, als ich hier stand, habe ich gesagt, wir reden mal über das, was wir in NRW haben. Und jetzt reden wir mal über das, was wir in NRW und auch in Deutschland müssen. Das, was NRW und ganz Deutschland an den Rand der Klippe geschoben hat, sind doch bundespolitische, falsche und vor allem rot-grüne Entscheidungen. Egal wo, Finanzpolitik, Energiepolitik und vor allen Dingen der Flüchtlingspolitik. Die einzelnen Länder, die wir hier haben, können doch nur noch aus dem Tal der Tränen geführt werden, wenn diese elenden politischen Weichenstellungen nicht jedes einzelne Bemühen um Stabilität, Wachstum, Sicherheit durch irgendwelche Entscheidungen, die rational nicht mehr nachvollziehbar, für mich zumindest, nicht mehr nachvollziehbar sind, zunichte machen. Und es geht vordergründig auch von meinem Dafürhalten nicht mehr um den Wert der Produktivität irgendeines Bundeslandes auf irgendeiner Rankingliste. In meinen Augen geht es darum, dass wir hier so eine Art Kulturkampf führen, den wir nicht verlieren dürfen, liebe Freunde. Das hier ist Deutschland. Und Deutschland muss sich nach meinem Dafürhalten endlich wieder freischwimmen. Wir müssen endlich mal wieder deutlich zeigen, dass wir Deutschland nicht länger zwingen lassen, eine Politik mitzutragen, die im Grundsatz im Gegensatz zu unseren Interessen liegt, die uns enteignet, die uns entmündigt, die uns unnötigen Gefahren aussetzt und unter dem Mäntelchen falsch verstandener Toleranz und dieser vasallenhaften Abhängigkeit steht, liebe Freunde. Wir unsere politischen Überzeugungen, glaube ich, in einer Weise präsentieren, die auch ein Stück Kampfgeist in sich birgt. Damit wir in die Lage versetzt werden, zukünftig mehr und mehr in den Parlamenten und letztlich dann auch im Bund Deutschland nach außen und auch nach innen wieder leistungsstark präsentieren zu können. Wir müssen uns klar und deutlich definieren. Wir müssen mit unserer Partei, mit unserem politischen Wollen den freiheitlichen und demokratischen Gedanken in Deutschland wieder zum Leben erwecken, liebe Freunde. Auch in NRW. Wir müssen unsere Bevölkerung, jetzt wieder bei dem Müssen, wir müssen unsere Bevölkerung mal daran erinnern, wie sie empfunden hat über Recht, Ordnung, Sicherheit, wirtschaftliche Stabilität, Werte und auch Tradition. Bevor, liebe Frau Kraft zufolge, es diese No-Go-Areas ja gar nicht gab, die gibt es ja heute auch nicht. Wie haben die Leute damals empfunden, dass diese Werte noch da waren, dass das alles noch nicht da war? Bevor die herrschende Regierung herangegangen ist, der deutschen Bevölkerung dieses berühmte Zwangskorsett überzustülpen, liebe Freunde. Ein Korsett, das duldet, resigniert, Gesetzesbrüche, Gesetzesdehnung als der Situation angemessen, klanglos akzeptiert und sich diesem politischen Establishment wehrlos ergibt. Ja, daraus resultiert doch ganz einfach die Frage, was ist denn dieses Zwangskorsett? Was ist das eigentlich? Und damit sind wir bei einem meiner Hauptthemen. Es fängt sehr früh an, in den Kitas, in den Grundschulen.
Es passiert durch Einsetzen und Durchsetzen eines Bildungsplans in Verbindung mit dieser ganzen politischen Propaganda, natürlich auch mit Unterstützung der systemgetreuen Medien. Schulbücher und Lehrpläne, schauen wir doch mal rein. Wenn Sie da reinschauen, kreuzen Sie Ihnen die Haare, ich sag's Ihnen. Diese Schulbücher und Lehrpläne sprechen allseits die Sprache von diesem gepriesenen Multikulti- und Links-Grün-Leben. Genderideologie, kennen Sie alle, diesen in meinen Begriffen Irrsinn, Frühsexualisierung, führen doch in die Richtung dieses breit angelegten Gesellschaftsexperimentes, das schon darauf ausgelegt ist, bei den Kleinsten die Identifikation eventuell zu sowas wie Heimatland im Keim zu ersticken. Wenn Sie dann weitergehen, an den weiterführenden Schulen, an den Universitäten, ist das auch nicht anders. Und wir brauchen ein Bildungswesen, das frei ist von politisch-ideologischer Indoktrination. Wie kommen wir dahin? Ein Punkt dazu ist zum Beispiel, dass die kompletten Lehrmittel mal überarbeitet werden müssen. Da müssen diese ganzen Dinge mal raus, die da nicht reingehören. Da müssen Lektoren, Speziallehrer und so weiter ran, die das alles filtern können. Bildung muss wieder wertfrei sein. Und jetzt wollen wir zum Schluss noch mal eins sagen, meine Freunde. Ich bin der Überzeugung, wenn wir da rausgucken, Sie merken ja, der Widerstand wird ja weniger, ich weiß nicht, ob er nicht mehr interessant ist, keine Ahnung. Aber es gibt viele Leute in diesem Land NRW, die wollen wieder ein sicheres und leistungsstarkes und vor allem vertrautes Nordrhein-Westfalen, in dem das Leben für ihre Familie und Enkelkinder, Kinder und Enkelkinder auch in der Zukunft noch lebenswert sein wird. Und gestatten Sie noch einen Gedanken ganz zum Schluss. Von Zeit zu Zeit entsteht etwas Neues, das vieles verändern kann. Victor Hugo hat mal gesagt, keine Macht der Welt kann eine Idee aufhalten, deren Zeit gekommen ist. Wir hier, das hier, diese AfD, das ist diese Kraft in dieser Zeit. Wir sind ein Teil davon. Jeder von uns kann stolz darauf sein, hier dabei zu sein. Wir haben schon vieles geschafft, aber vieles liegt halt noch vor uns. Und heute führen wir diesen Weg weiter. Lassen Sie uns gemeinsam, bitte zum Ende, mit aller Kraft dafür arbeiten, dass dieses Land eine Zukunft bekommt, die es verdient. Vielen Dank. Danke. Ihr Einverständnis vorausgesetzt, würde ich gerne was tun, was ich als Kind schon mal tun wollte, einen Autofahrer davor bewahren, dass er abgeschleppt wird. Darf ich das? Dann bitte ich den Halter des Kfz mit dem Kennzeichen AC KS 1948, ich wiederhole, den Halter des Kfz AC KS 1948, sein Auto aus der Parkverbotszone zu entfernen, aber sonst, so hat man mir das mitgeteilt, innerhalb der nächsten 10 Minuten, die Gebührenblöcke sind gezückt, abgeschleppt werden soll. Also ich wiederhole nochmal, der Fahrer des Kfz AC KS 1948 möchte sein Auto dort, wo es jetzt steht, entfernen. Danke, dass Sie das erlaubt haben und ich habe meinen Kindheitstraum verwirklicht. So, jetzt kommen wir zu den Fragen. Wer möchte Fragen an den Kandidaten stellen? Bitte schön. Bitte sehr, gerne. Michael Gese, Kreisverband Paderborn. Etwas lauter, bitte. Michael Gese, Kreisverband Paderborn. Sie haben gesagt, Sie wollen die Werte aus den Schulbüchern entfernen oder wertfrei machen. Dann haben Sie andererseits gesagt, Sie wollen die Werte erhalten. Wie wollen Sie das miteinander kombinieren? Nee, also da werfen Sie jetzt zwei Dinge durcheinander. Ich möchte diese ganze links-grün-politisch ideologierte Geschichte, die möchte ich rausnehmen. Es muss möglich sein, dass junge Menschen politisch-ideologisch wertfrei gebildet werden. Ja, das ist das eine Thema. Auf der anderen Seite bin ich der Überzeugung, wenn wir uns mal zurückerinnern, wie war es denn vor 20, 30, 40 Jahren? Rede mal mit Menschen, die in dem Alter schon sind, in unserem Alter oder die Jungen unter uns wissen das ja nicht mehr. Aber wie haben die sich damals gefühlt? Und ich glaube, wenn man dieses Gefühl mal wieder in Erinnerung ruft und sich mal überlegt, wie das damals wirklich war, dann haben wir eine ganze Menge erreicht, wenn wir dieses Gefühl bei den Menschen auf der Straße wieder produzieren können. Dankeschön. Dann wäre Raum für die nächste Frage. Bleibt ruhig. Ich gucke erstmal, das Video mal nicht fertig ist, dass jetzt mal jemand anders noch könnte, wenn er wollte. Ist nicht im Moment der Fall. Bitte schön, dann können Sie Ihre zweite Frage loswerden. Dann würde ich natürlich anschließen an diesem Punkt, dass Bücher, müssen sie auch wirklich wertfrei sein, Schulbücher, oder dürfen sie zumindest unsere eigenen, unsere Werte enthalten? Oder ist es zwingend Pflicht, dass sie eben, egal wie sie Werte verkaufen wollen, ob sie politisch sind oder nicht, sie werden letzten Endes immer irgendetwas transportieren. Dürfen sie grundsätzlich nicht in irgendwelchen Schulbüchern stattfinden, ob das auch nur die Sexualisierung ist oder was auch immer, sie werden praktischerweise immer irgendwelche
Einzel kommen? Glauben Sie, dass es grundsätzlich möglich ist, überhaupt Bücher wertfrei zu schreiben? Danke. Nein, ich meine, wir wollen uns nicht in den Bereich der Fabel begeben. Aber Fakt muss eins sein. Es kann nicht sein, wenn, gehen Sie mal an Schulen, ich tue das relativ häufig, reden Sie mal mit den jungen Menschen, es graust Ihnen, was Sie dort hören. Da ist nichts von politischer Bildung zu hören, da ist nicht, zumindest nichts von neutraler politischer Bildung zu hören. Da hören Sie nur diese linksgrün orientierte Geschichte und die werden vorgebeten in die tibetanische Gebetsmühle. Kommt das immer und immer, gehen Sie mal da raus, reden Sie mit denen, das ist gleich ein bisschen grün. Und davon bin ich weg. Ich will den jungen Menschen von der Kita an bis zum Abschluss der Universität die Möglichkeit, und ich glaube, das ist sein Recht als Bürger dieses Staates, eine wertfreie, nicht politisch indoktrinierte, da ist der Punkt, Bildung mitzugeben. Und ich glaube, das ist das Recht, das diese jungen Menschen haben. Danke sehr. Gibt es weitere Fragen an den Kandidaten? Das, die Kollegin, bitteschön, ja, Sie haben das Wort, 30 Sekunden. Vielen Dank. Ich möchte konkret fragen, in welchem Ausschuss Sie mitarbeiten würden. Danke sehr. Also meine zentralen Themen, um das auch gleich mit zu beantworten, ist das Thema Bildung, innere Sicherheit und Migration. Das sind die Themen, die mich interessieren, wo ich mich stark machen will. Und natürlich durch meine Tätigkeit am Landesschiedsgericht ist natürlich das Thema, ja, diese Rechtssicherheit von vielen Dingen bei uns natürlich auch ein wichtiges Thema. Das ist intern. Extern sind es diese drei Themen: Bildung, innere Sicherheit, Migration. Frage beantwortet? Okay. Danke. Weitere Fragen an den Kandidaten? Dann schaue ich zu meiner Rechten zur Abwechslung mal zuerst. Gibt es hier noch Fragewillige? Ist nicht der Fall. Ich schaue noch mal zur Linken. Ist nicht der Fall. Dann schließe ich bei 3, 2, 1, 0 die Fragerunde.